eine Lademeldung? Ja. Wir haben LKW, PKW, da sind ein Dienstwagen eingeklemmt und Bus mehrere eingeklemmt. Martin! Es ist eine Übung, eine sehr realistische Übung, um die Zusammenarbeit verschiedener Hilfsorganisationen, verschiedener Einheiten von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz zu üben. Szenario ist ein Busunfall und wird weiterhin beteiligt ein LKW und ein PKW mit einer Vielzahl von Verletzten. Kern dieser Übung ist die Abschlussprüfung für angehende Rettungsassistenten, die jetzt am Ende ihrer Ausbildung stehen und dafür eben eine Abschlussprüfung machen in Form einer Übung. Und die haben wir in dieses Szenario mit eingebettet. Je mehr man dann in der Übung drin ist, in der Situation drin ist, desto weniger kommt es einem dann als Übung vor, sondern dann ist man tatsächlich so gestresst wie im Realeinsatz. Also diese anfängliche Erleichterung ist doch nur eine Übung, ist dann irgendwann weg und der Schweiß läuft genauso wie sonst. Also was das Rettungsdienstpersonal anbelangt, ist es meines Erachtens recht gut gelaufen. Das waren genug Leute da, die auch sich diszipliniert aufgestellt haben, die dann auch herangewunken werden konnten, wenn sie gebraucht wurden. Wir waren zunächst ein bisschen knapp mit Notärzten. Das hat sich dann im Laufe der Zeit mit Nachalarmierung gebessert. Vom Leitungsdienst war es dann so, dass mit den organisatorischen Leitern es auch ein bisschen gedauert hat, bis sie da waren. Aber dann hat das hervorragend funktioniert. Ein ganz besonderes Lob gilt an die Betreuungskräfte vom DRK. Die, natürlich haben die immer eine längere Vorlaufzeit. Das dauert immer ein bisschen länger, bis die kommen. Aber als sie dann da waren, haben die professionell ihre Zelte aufgebaut, ihre Sichtungskategorien eingebaut und eigentlich alles ordentlich gemacht. Also das Ganze war gut inszeniert. Das hat auch schon eine Weile gedauert. Spätestens bei Öffnung der Frontscheibe wurde das Ganze klar, dass es eine Übung war. Also die Übung war sehr gut gestaltet. Wir müssen natürlich immer damit rechnen, dass sowas passieren kann. Deswegen werden wir da natürlich auch, wenn es dann sich herausstellt, es ist eine Übung, voll den Einsatz weiter fortführen. Und der Ablauf von unserer Sicht war eigentlich soweit okay. Ja, wir haben die Lage vorgefunden, den Bus auf der Seite liegend. Außenrum waren schon einige Passagiere, die auf zugelaufen sind. Verletzte im Bus, nicht ansprechbare Personen. Dann vor dem Bus ein LKW-Zusammenstoß mit einem PKW. Wir haben zwei Einsatzabschnitte gebildet. Einmal die technische Rettung an dem LKW und an dem PKW und an den Einsatzabschnitt an dem Bus. Es ist eher für uns als Kriseninterventionsdienst eine außergewöhnliche Lage, die wir aber auch regelmäßig trainieren. Unsere Hauptaufgabe ist die Betreuung von Betroffenen im häuslichen Bereich nach überbrachter Todesnachricht oder nach Verkehrsunfällen, wenn die Polizei die Todesnachricht überbringen muss. Also man muss dem Meme ein Kompliment machen. Sie spielen ihre Rollen sehr gut und es hat uns herausgefordert, hier mitzumachen. Aber dadurch lernen wir natürlich bei solchen Übungen, dass der Ernstfall noch besser gelingt, der hoffentlich nie eintritt. Wir sind zur psychologischen Erst- und Akutbetreuung da. Dazu sind wir im Betreuungsplatz angetreten mit insgesamt 4 Leuten, die dort die leicht verletzten oder gar nicht verletzten Menschen psychologisch erst betreuen. Wir sind momentan auch mit einer Gruppe im, nennen wir es mal, Einsatz hierbei. Unser Netzersatztrupp ist noch mit zu alarmiert worden zu dieser Übung. Die machen momentan mit einem Großaggregat Strom für den Behandlungsplatz unten. Das Equipment für die Übung mitbringen, aufbauen und so drapieren, dass es eben für die Übung möglichst realitätsnah dargestellt werden konnte.
Den Bus haben wir heute Morgen, oder alle Fahrzeuge haben wir heute Morgen bei dem Schrotthändler hier im Landkreis abgeholt. Haben den Bus notdürftig abgeschleppt hierher und haben ihn dann hier vor Ort mit dem Radlader auf die Seite gelegt und dann eben noch ein paar Schrottteile verteilt, den LKW in Stellung gebracht, den PKW mit dem Radlader drunter geschoben, damit es auch schön verkeilt ist alles. Ja, sieht ganz gut aus, ne? Also wir sind im Landkreis Marburg-Biedenkopf stolz auf unsere nicht polizeiliche Gefahrenabwehr, weil wir wissen, dass wir gut aufgestellt sind, weil wir wissen, dass die Kräfte gut miteinander verzahnt sind, gut miteinander vernetzt sind und gut miteinander arbeiten. Das ist, und damit das auch immer so weiter funktioniert, muss man natürlich auch mal solche Übungen machen, die jetzt mal wirklich einen scharfen Fall darstellen und dann die Einsatzkräfte damit konfrontieren. Ich habe das heute Morgen so ein bisschen über den Sender und über die Leitstelle mitverfolgt, was hier abgelaufen ist. Und es war auch besprochen, dass ich mal gucke. Ich bin froh, dass die Verantwortlichen haben eben die Lage geschildert und haben mir gesagt, dass sie mit dem Ablauf der Übung sehr zufrieden sind. Wird natürlich noch ausgewertet werden müssen. Aber das sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass dann im Ernstfall auch die Kräfte gut miteinander harmonieren, gut miteinander funktionieren. Und deshalb machen wir das. Machen wir regelmäßig, das ist jetzt mal hier eine größere Übung, die wir machen. Das gehört dazu und ich bin, wenn ich hierher komme und in zufriedene und Gesichter schaue, dann bin ich auch zufrieden und weiß, dass die Kräfte im Landkreis gut aufgestellt sind und dass ich zufrieden sein kann und ruhig schlafen kann. Es geht darum, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Landkreis 365 Tage im Jahr rund um die Uhr zu gewährleisten. Und das ist das Besondere an diesem ehrenamtlichen Engagement, was hier stattfindet. Und deshalb sage ich auch immer wieder, dass dieses ehrenamtliche Engagement halt eben auch hervorzuheben ist. Und dass wir auch dafür sorgen müssen, dass diejenigen, die das machen, gut ausgerüstet sind. Denn sie tun es ehrenamtlich. Deshalb gut ausgerüstet, damit die bei der Arbeit, die nicht immer ganz ungefährlich ist, auch für den eigenen Körper, das eigene Leben, auf gutes Material vertrauen können. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass die Einsatzkräfte auch wieder, dass der Nachwuchs da ist und dass sich da auch für die Zukunft eine gewisse Stabilität, Kontinuität einstellt. Ganz wichtig.